Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir, auch den Yoshitendo. Wir spielen heute wieder Levels von euch und heute haben wir wieder Levels dabei von Yusuf A, auch bekannt als Mimi. Und er hat mir das Level zugeschickt, Nintendo-like, aber er hat auch noch ganz viele andere wunderschöne Levels, die wir auch noch spielen werden. Hoffen wir mal. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal mit Nintendo-like. Ich bin wieder euer Yoshitendo und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. So. Nintendo-like. Also ich denke mal, der Titel soll vermitteln, so ein Level würde auch Nintendo bauen. Da bin ich mal gespannt, ob diese Qualität erreicht wird. Werden wir ja sehen. In dem Fall, das war gerade ein Fehler von mir. Das war noch kein Level-Design-Fehler, würde ich sagen. Ja. Das war auch kein Level-Design-Fehler, sondern ein Fehler von mir. Und oh Gott, ich sehe gerade erst 10 rote Münzen. Wie viele rote Münzen muss ich sammeln? Eieiei, das war glaube ich alle 8, ne? Oder ich glaube, man könnte mehr als 8 Münzen platzieren. Ja, gucken wir mal, ob das wirklich die Qualität eines Nintendo-Levels hat. Auf jeden Fall, wir können schon mal hoch. Das sieht sehr schick aus. Und da ist auch schon die erste Münze. Okay. Kann ich da rein, ist die Frage. Kann ich, Tatsache. Kann ich. Pilz und Leben und da geht's hoch. Hier ist eine Münze. Okay. Hier geht's aber nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube, da muss ich hier halt durch die Tür durch, weil da unten komme ich nicht hin. Ja, dann muss ich unten durch die Tür durch. Alles klar. Oben durch die Tür durch, nicht unten. Also hier hin, hier hin, hier hin und runter. Und durch da. Ah, jetzt sind wir unten. Das ist gut. Möchte jetzt aber schon springen, ist die Frage. Was machst du? Du hast dich selbst zerstört. Das finde ich okay. Solche Leute, die mache ich ganz gerne. Die selbst zerstören. Da. Oh nein, 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 nein. Ich wollte euch die Tür zurück. Na, jetzt muss ich nochmal den Donut holen. Den Donut. Den Donut. So, nochmal. Zack. Und hier rote Münze. Und raus hier. Gut, haben wir das auch. Hammer, Bruder. Ciao. Also wir haben schon mal 2 rote Münzen, 3 rote Münzen. Da kommen wir bestimmt auch wieder rein. Vielleicht. Nein, diesmal geht es da nicht rein. Oh, super, ist nicht klein geworden. Das ist doof. Zeig dir mal die roten Panzer, weil das ist noch dümmer. Wow, 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 wow. Okay. Wow, toll. Wie machen wir das denn jetzt mal am besten? Ich muss erstmal irgendwas ausfallen lassen, glaube ich. Hi. Da kann ich rein. Okay. Höhle. Mit Checkpoint. Das ist ganz nett, aber ich glaube, ich muss mal zurück, weil ich auch rote Münzen übersehen habe. Okay, okay. Rote Münze. Sehr schön. Dann soll ich auch wieder nach unten hin. So, hier mal ein bisschen nach rechts kratzeln, kraxeln. Wunderbar. Pilz nur, nicht so spannend, da ist nix. Gut. Oh, wow, wow, wow. Was ist das denn? So ein Dreierding, das ist ja auch cool. Oh, mehrere Dreierdinger. Okay. Na, da sieht man auch, wie die runtergefallen sind. Eieiei, da ist ein Zweierding. Oh, ganz cool aus. Ja, gut, da muss ich mir das klein machen lassen. Was soll das denn gehen? Wow, oh mein Gott. So, ich soll jetzt hier hoch, aber hier oben ist doch gar nichts. Also gehe ich doch mal lieber hier lang. Da ist eine Feuerblume. Dankeschön. Da ist noch eine rote Münze. Vielen Dank für die rote Münze. Also jetzt muss ich nochmal zurückgehen, ne? Ach, jetzt bin ich hier. Wo bin ich jetzt gelandet? Noch eine rote Münze auf jeden Fall. Und noch eine Feuerblume. Schön. Und da muss ich rein. Alles klar. Non-Checkpoint. Oh, toll. Für uns ja nur ein paar Münzen, ne? Da ist noch eine Münze. Freut mich. Ich komme gleich mehr zurück. Das ist auch geil. Das heißt, ich werde gleich von der Tür stehen und ich werde nicht reinkommen. Und hier ist auch schon die Tür. Mir fehlt eine Münze. Oh, wirklich jetzt? Was passiert, wenn ich dadurch gehe? Achso, ein anderer Kampf. Oh, au, ah.
Was muss ich hier machen? Ich kriege auf jeden Fall einen Pilz, das gefällt mir. Ich glaube, ich muss da hoch. Mit dem Trampolin, was fliegt, das ist auch interessant. Da ist auch Wiggler. Wiggler! Ciao, Wiggler! P-Switch? Okay. Okay, da geht's nicht lang. Was brauche ich denn den P-Switch? Vielleicht passiert ja irgendwann oben irgendeine Mechanik. Hier passiert nichts. Oder hatten wir unten so eine Tür gehabt? Ich weiß es nicht. Ah, doch, hatten wir. P-Switch-Tür. Und wir sind hier an der Flagge. Also, das heißt, wir hätten nur einen anderen Weg bekommen, wenn wir es gefunden hätten. Aber warte mal, können wir noch ein bisschen austricksen da oben? Geh mal da weg. Da, da können wir hin. Wunderbar. So, hier wären wir rausgekommen. Und deshalb können wir jetzt hier auch hier rumlang gehen. Wunderbar. Also, das heißt, die roten Münzen braucht man nicht essentiell, sondern nur für den zweiten Weg. Das ist okay. Schade, dass wir die eine nicht bekommen haben. Hätte man nicht bekommen können. Naja. Level beendet. Level beendet. So. Aber Nintendo-like, ja, ich glaube, es war ein bisschen zu überladen, glaube ich, für Nintendo. Also, ich glaube, es ist auch echt schwer, an Nintendos Qualität ranzukommen. Gut. Jetzt haben wir noch ein paar andere Levels. Ich glaube, hier die. Und dann haben wir noch ein paar andere. Mann, so viele. Ich nehme mal ein neueres. Ich mache einfach mal Stopp. Ja, Big Boost, Hardcore Castle. Los geht's. Wird spaßig. Heißt auch nur Hardcore. Ist bestimmt leicht. Ne? Geil. Schön. Freue ich mich. Hi. Was geht? Habe ich die nicht sogar mal gespielt? Ne, habe ich noch nicht. Alles klar. Ich dachte erst. Und ich bin tot. Weil ich nicht warten konnte, bis er unten ist. Wie immer. Boom. Wow. Ich dachte, die hätten den gleichen Rhythmus, aber nein, hatten sie nicht. Schade. Oh, da war zu spät. Tja, toll. Da habe ich zu spät gehandelt. Also einfach durch. Ne, durchrennen einfach kann ich auch nicht, weil dafür war zu langsam. Also vielleicht durchlaufen? Ja, durchlaufen geht. Gut. Warten. Wow, komm schon. Das ist ja. Ja. Komm. Danke. Also ich need the P-Switch. Das ist okay, das habe ich verstanden, begriffen. Boah, da kommst du aber auch. Boah, das ist der doofe Eis. Ich glaube, das ist echt so ein Hardcore-Castle. Nee, ich glaube, da brauche ich gar nicht probieren. Trotzdem, irgendwie den Anfang ich schon ganz gerne mal gesehen. Okay, perfekt. Oh, jetzt habe ich den P-Switch gleich schon gedrückt. Kann ich darüber springen? Nein, kann ich nicht. Boah. Diese doofen Spikes. Komm. Danke. Tot. Und jo. Und wieder tot. Okay, ist mir zu schwer. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist mir zu doof. Okay. Wie wäre es einfach mit Bowser's Ghost House? Da steht kein Hardcore drin. Das haben eine Person von 24 Versuchen geschafft. Das ist okay. Ja. Das dürfte, glaube ich, leiser da sein. Ein Pilz. Nein, was machst du denn da? Was ist das denn? Ja, toll. Erstmal Schnappverträge machen. Guter Mario. Ganz toller Mario. Aber kann ich auch ein bisschen überspringen da? Kann ich sogar, Tatsache. Frag erst, was bringt mir das? Musik? Musik ist weg. Oh, ich weiß, warum die Musik weg ist. Ich bin doof. Ja, ich habe keine Musik mehr. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ich höre derzeit meinen Sound, habe ich über das Gamepad gehört. Und das ist gerade der Akku ausgegangen. Da habe ich vergessen, den Bildschirm auszuschalten. Jetzt habe ich keinen Sound mehr. Das ist auch interessant. Gut, ja, ich komme wieder oben aus. Das ist toll. Ach, ich glaube, ich muss da bestimmt hoch, ne? Ne, muss ich nicht. Hä? Muss ich da runter? Kann ich auch noch? Okay. Bringt mir aber auch nicht weiter, glaube ich. Ist auch schon wieder so eine Hardcore-Geschichte hier. Ja, da kann ich mich ranbauen, aber nee, da kann ich auch ranhangeln.
bringt mir ja auch nichts. Okay, jetzt bin ich am Fall, dass wir den auch nicht drauf machen. Auch doofes Level. das ist irgendwie lustig, wenn man sich selber hört und keinen Game-Sound mehr hat. Dann kann ich die jetzt auch mal hier ausstecken. So. Ups, können wir noch kurz mit der Kabel rumgehen. So, jetzt höre ich mich nochmal mehr. Eieiei. Ach, meine Stimme. Komm, wir machen mal Kaizo. Kaizo ganz vergessen. Doch, ein Zelda-Puzzlehaus. Komm, das dürfte doch eigentlich machbar sein. Puzzeln können wir doch alle, oder? Haben wir schon damals ganz klein gelernt und können wir immer noch. Puzzle. Puzzeln wir mal. Wir sind Tingle. Nein, wir sind Wolflink. Und jetzt sind wir wieder Tingle und okay, wir dürfen uns weiter aussuchen. Wir bleiben Wolflink. Wolflink sieht viel cooler aus. Tingle. Okay, wir brauchen 5 rote Münzen, wenn ich das gerade richtig sehe. Wenn ich dagegen donnern kann, ich. Warte, das geht. Das ist ja cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die Idee gefällt mir. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Kann ich hier rein? Kann ich Tatsache? Gibt mir, glaube ich, nichts. Wohl doch, ich glaube, ich brauche den, oder? Brauche ich den? Ja. Ja, für die Bombe da. Perfekt. Gut. Geh mal kaputt da um Bombe. Jetzt bin ich wieder Wolfling. Wunderbar. Jetzt krieg ich den Peacewitch. Alter, das ist ein voll gutes Rätsel gewesen. Das hat mir gerade sehr gefallen, muss ich sagen. So, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, hier lang. Okay. Ach, jetzt habe ich hier die Plattform freigeschaltet. Mit der Kanone. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Hä? Ach, muss ich jetzt hier rein? Nee. Hier ist ein Leben. Schön. Was muss ich denn hier machen? Da nichts. Hier geht's nicht rein. Brauche ich den Bullet vielleicht? Ich weiß es nicht. Ach, die sind wieder umgedreht. Das ist ja interessant. Das heißt, nach jedem Screenwechsel sind sie auch noch umgedreht. Ich habe den Schlüssel. Hä? Von wo habe ich den Schlüssel jetzt bekommen? Und ach, da ist eine Tür. Cool. Habe ich gesehen. Von wo habe ich jetzt den Schlüssel herbekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir sind im Kassel. Castello. Da ist eine rote Münze, die hätte ich ganz gerne. Und die habe ich auch bekommen. Das ist schön. Frage ist, wo gehe ich jetzt lang? Soll ich jetzt hier rein oder ist das eine Reset-Tür? Okay, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich weiß es nicht. Okay. Das ist halt so verwirrend hier. 1000 neue Gegenstände. Gegenstände nicht, aber. Räumlichkeiten. Aha. Okay. Ach, der muss da reinschlagen. Ja, wunderbar. Perfekt. Oh. Ganz ruhig, Bauner. Da war er ein bisschen aufgeregt. Okay, ist eine Münze. Das ist okay. Also kann ich jetzt wieder runter. Also hier wieder durch die Tür. Dann sind wir jetzt hier. Was mache ich denn mit dir hier? Mein Lieber, ich weiß es nicht. Was kannst du denn betätigen hier mit deinen Feuerbällen? Oh, jetzt habe ich mein Dings verloren. Das ist nicht so gut. Ich hätte gern neues. Ich glaube, jetzt werde ich tingeln, ne? Ja, jetzt will ich tingeln. Dingel, dangel, dunkler. Oh, guck mal, hier geht's auch noch hoch. Hi. Ciao. So, gehen wir hier links lang. Hui. Da komme ich gar nicht hoch. Ach, ich hätte da. Ich hätte mich da dingsen müssen. Kann ich noch so? So geht's auch. Dumm, dumm, dumm. Wie soll das denn gehen? Geht doch gar nicht. Obwohl, da stand der soll ja darauf. Wo kommt da die Plattform her? Ich weiß es nicht. Das ist ja eigentlich so verwirrend. Was mache ich hier überhaupt? Plattform ist auf jeden Fall jetzt immer für immer weg. Das ist toll. Das ist, das gefällt mir auch nicht. Machen wir das noch ein Pilz. Den brauche ich noch. Die Plattform ist jetzt weg. Cool. Perfekt. Ich weiß nicht, wo die herkam. Ach, doch, ich habe die dann aktiviert. Ne, getriggert. So, den habe ich so bekommen. Und das kommt noch ein Powerblock. So, mit dem. Okay, ich glaube, mit dem können wir vielleicht jetzt ein bisschen reisen. Dem können wir reisen. So, meine. Und jetzt soll ich da runterfallen. Okay. Aber hier ist nix. Wie fehlt denn noch. Ah, da ist noch was. Wie krieg ich denn da einen Feuerball hin? Hm.
andere ist jetzt weg, ne? Ja, der ist weg. Hallo, ciao. So. Ich brauche irgendwie ein Feuer. Von euch. Kann ich von euch ein Feuer bekommen? Ihr seid alle leider zu doof zum Schießen. Oh, jetzt ist das wieder da. Okay. Geht die Plattform denn immer hin? Geht erst nach rechts und dann geht die wieder nach links. Okay. Vielleicht um ein bisschen Zeit zu überbrücken. Jetzt geht sie da hin, die Plattform, und jetzt geht sie gleich wieder hoch. Das Feuer vielleicht. Die gehen leider nach oben, die Feuerdinger. Kannst du mal ein bisschen nach unten zielen? Das wäre nett. Zieh mal ein bisschen weiter nach unten. Bin hier unten. Wir versuchen... Oh, das könnte vielleicht sein, einer dieser Flammen. Wir nehmen die mal mit. Mal gucken, ob die helfen werden. Sieht aber gut aus. Ja, bitte, bitte, bitte. Perfekt. Oh, ist das gut. Das wird gut. Bam, kaputt. Sehr schön. Und dann haben wir die letzte rote Münze. Und wir müssen sogar hier durch für den Weiterweg. Das ist ein sehr cooles Level, muss ich sagen. So, wir kriegen einen Checkpoint. Und noch ein Pilz. Das ist okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Okay. Schlüssel. Das ist, müssen wir mal gucken. Stopp. Ach so, in einem dieser Blöcke drin. Das ist okay. Das können wir machen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Obwohl, ich kann ja eigentlich jetzt sterben. Ich habe ja eigentlich ein Leben. Ein Checkpoint, glaube ich. Ja, ja, ich habe einen Checkpoint. Also darf ich jetzt alle Blöcke absuchen. Das ist natürlich toll. Das ist der größte Spaß jedes Spielers. Einfach mal alle Blöcke abgehen. Nur für einen Schlüssel. Das ist immer wieder ein großer, großer Spaß. Oh, hier sind sogar alle nicht drin. Freut mich. So, nehmen wir den hier. Da ist auch nicht drin. Da auch nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Vielleicht da hier. Nein. Okay, wow. Also würde ich jetzt hier, wo der eine Shiny die ganze Zeit drauf ist. Das Spiny, meine ich. Ah, ich habe den Schlüssel. Ja, wunderbar. Ich habe ihn. Ja, aber Tatsache, wo da ein Spiny drauf war. Wenn es das einzigste war, dann eigentlich eine gute Idee, ein guter Hint eigentlich, ne? Aber, ja, gut. Es geht weiter. Wir haben hier ein paar Block. Da können wir uns mit durchglitschen. Das freut mich. Können wir weitermachen? Jupp. Okay. Feuer. Dings verloren. Schade. Jetzt können wir, glaube ich, hier rechts rausnehmen. Wir finden mal einen Pilz. Wir müssen hier was machen. Cool, das ist ja cool. Hier so ein Weg. Mit Dingel bin ich auch noch unterwegs. War mit Dingel unterwegs. Boah, der ist noch so lang, ey. Mann, Mann, Mann. Wo will ich das? Ah, ich glaube, ich brauche den hier. Ich glaube, ich brauche den Goomba. Ne, brauche ich, glaube ich, gar nicht. Das hier links glaube ich gar nicht. Das ist nur Design, genau. So, hi. Hi, hi. Was sind eigentlich die Powerblöcke? Ich weiß es nicht. Die sind halt da. Okay. Aha. Hier kann ich bestimmt resetten, ne? Jupp, kann ich. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Das ist schön, dass ich das mal sehe. Aha. Ich glaube, ich brauche den Goomba. Da kann ich mich nicht reinglitschen lassen. Da oben ist auch nichts. Ich bin gleich tot. Und ich glaube, dann lassen wir es halt auch hier dabei. Hier wüsste ich jetzt nicht, was ich machen könnte. Irgendwann mit dem Goomba irgendwie hier den Weg frei machen, aber ich weiß nicht, wie ich die P-Switches weniger bekomme. Und von daher lassen wir es einfach mal so stehen. Gut, Leute. Das hier war ein sehr schönes Level, muss ich sagen. Wie ist das nochmal hier? Hier, Zelda Puzzle House, das ist vielleicht ein gutes Level. Hat mir sehr gefallen. Auch wenn wir es nicht zu Ende bekommen haben, aber so die Ansätze sind alle sehr schön gewesen. Auch wenn ich keinen Sound hatte, aber die waren bestimmt auch ein guter Sound bei Standard-Sound. Ja,
dann war es das auch schon wieder hier von diesem Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder auch mit dabei und bis dahin, sei schau, euer Ninja Shitendo. Ciao.